Ein wichtiger Punkt ist die Datensicherung in Wavi Profi 3. Ich möchte das jetzt einfach mal mit einfachen Worten ausdrücken. Hier, Datensicherung. Zuallererst sollten wir uns vor Augen halten, eine Datensicherung ist eine exklusive Operation, also eine Sicherung eines Zustandes zu einem Zeitpunkt, der administrativ und alleinig zu erfolgen hat. Das bedeutet, wenn Sie im Netzwerk arbeiten, mit drei Clients drauf, ist die Datensicherung nicht möglich. Nur wenn Sie mit einem einzigen Rechner arbeiten, also das heißt, der ganz alleine Zugriff auf die Daten hat, können Sie eine Datensicherung erstellen. Eine Datensicherung wird Ihnen immer beim Verlassen des Programms angeboten. Das heißt, sobald Sie hier auf Ausgang klicken, kommen Sie irgendwann zu diesem Fenster, wo Sie dann nur noch auf Datensicherung erstellen oder Erstelle Datensicherung vom Heute klicken sollten, was wir Ihnen an dieser Stelle ganz, ganz dringend anraten. Denn Sie allein sind für den Zustand und die Aufbewahrung Ihrer Daten verantwortlich, kein anderer Mensch. Das heißt, keiner kann was dafür, wenn Sie alles löschen. Wavi Profi 3 sagt, lieber Benutzer, hier hast du eine Datensicherung und ich biete es dir an, die einfach per Klick zu erstellen. Das heißt, es ist kein großer Aufwand für Sie. Ich habe jetzt zwar schon hier eine, ich lasse ich jetzt überschreiben. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Je nach Volumen geht es relativ schnell, sehen Sie es? Und je nach natürlich Geschwindigkeit Ihres Rechners, auch klar. Das heißt, selbst wenn die Datensicherung eine Minute dauert oder wenn Sie unheimlich viel Dokument drin haben, ja, dann dauert es halt 2, 3 Minuten. Ist ja ganz egal. Das ist ja Zeit, die haben Sie auf jeden Fall. Das heißt, Sie machen einen Tagesabschluss, beenden das Programm und dann machen Sie die Datensicherung. In der Zeit können Sie in Ruhe Ihr Wechselgeld rauszählen. Also Sie verlieren dadurch keinerlei Zeit. Auch möchte ich grundsätzlich, bevor wir jetzt zu den Funktionen kommen, Ihnen erläutern, dass die Datensicherungen immer rekursiv sind. Im Klartext, die Datensicherung vom 25.02.2014 beinhaltet auch die Daten vom 29.01.2014. Also das heißt, die höchste oder die aktuellste Datensicherung enthält die ältesten Daten auch mit. Warum ist das so? Um einfach sicherzustellen, nicht damit Sie, lieber Benutzer, nicht aus Versehen irgendwas löschen und dann ein Prüfer da kommt und sagt, jetzt will ich die Daten aus 2012 sehen. Und dann sagen Sie, ja, tut mir leid, habe ich gelöscht. Dann haben Sie einen schwarzen Peter. Und dann kann es sein, dass Sie geschätzt werden. Das ist dann nicht mehr ganz so lustig. Deswegen empfehle ich Ihnen, immer die letzten 10 Datensicherungen aufzubewahren. Und also das reicht, weil wie gesagt, die letzte Datensicherung enthält die erste Daten oder die ersten Dateninformationen, mit der Sie damals schon begonnen haben in Wavi. Also überhaupt kein Thema. So, jetzt haben wir da schön drauf rumgeritten. Ich denke mal, es ist jetzt jedem klar. Wo liegen die Daten? Ganz einfach. Und zwar, ich öffne jetzt mal Windows Explorer. Na, das habe ich jetzt auf meinen anderen Monitor, weil ich habe hier mehrere Monitore. Muss ich bloß rüberziehen. So. Das liegt zum Beispiel hier auf unserem Entwicklungsrechner, also das heißt da, wo Sie halt Wavi installiert haben, im Backup-Ordner. Hier gibt es einen Backup-Ordner und da liegen die ganzen Datensicherungen drin. Ich empfehle Ihnen, also wie gesagt, die letzten 10 aufzubewahren, die anderen können Sie rauslöschen. Und Wavi Profi 3 bietet Ihnen auch die Möglichkeit, unter Administration und Systemeinstellungen in der Karteikarte Verschiedenes ein zusätzliches Laufwerk mit anzugeben, hier zusätzliche Datensicherung. Es bietet sich an, machen viele, es gibt so ein sogenanntes kostenloses Cloud-Konto, also das heißt Daten in der Cloud, brauche ich jetzt nicht erklären, Dropbox, ne? Also D-R-O-P, Dropbox, so schreibt man es, ne? Dropbox. Sie können sich bei der Dropbox ein kostenloses, limitiertes Volumenkonto erstellen, wo Sie dann einfach sagen, wenn ich eine Datensicherung erstelle, dann schiebt es bitte in die Dropbox. Und das Schöne ist es, wenn Ihr Laptop zu Hause auch auf, wenn Sie sich dort mit dem Dropbox-Konto verknüpfen, können Sie oder lädt automatisch die Dropbox dann die Datensicherung von der Cloud, also erstmal von diesem Rechner ins Internet hoch, also in die Cloud und von der Cloud auf Ihren Laptop. Also das ist eine coole Geschichte und bis zu einem gewissen Limit frei, einfach mal nach Dropbox googeln. Alternativ können Sie natürlich sagen, pass mal auf, da habe ich jetzt so ein Testlaufwerk, dieses, genau, dass Sie sagen, ich will, wenn ich eine Datensicherung erstelle, das auf ein zusätzliches Laufwerk kopieren. Ja, und jetzt, wenn ich eine Datensicherung erstelle, ja, lassen wir jetzt uns mal überschreiben, erstellt er uns die Datensicherung und dann sollte hier in unseren Ordner, so, wurden erstellt und jetzt kopiert das. Schauen wir mal an.
dann haben wir nun die Datensicherung, die Wavi Profi 3 gerade erstellt hat, in unseren zweiten Sicherungsordner, was im Idealfall auch eine externe Festplatte sein könnte. Also ganz cool. Okay. Simulieren wir mal eine folgende Situation. Das heißt, Sie können natürlich auch hergehen und können eine ältere Datensicherung, warum auch immer, laden. So, das heißt, wir klicken jetzt zum Beispiel die Datensicherung vom 21.02. an und sage, lade es. Dann sagt Wavi Profi 3, hey Benutzer, wir wollen sicherstellen, damit deine Daten, die jetzt gerade aktuell sind, nicht verloren gehen. Erstelle erst eine Datensicherung von heute und dann lad was Altes rein. Das funktioniert ohne Probleme, das heißt, ich sage, mach eine neue Datensicherung, also von jetzt. Und erst dann, wenn die Datensicherung nicht älter als 15 Minuten ist, haben Sie die Möglichkeit, eine ältere Datensicherung zu laden. So, jetzt kann ich hergehen und sagen, lade mir die Datensicherung. An dieser Stelle macht Sie Wavi Profi 3 darauf aufmerksam, dass durch das Laden des 21.02. natürlich alle Daten ab dem 21.02., sprich ab dem 22. oder ab dem Zeitpunkt der Datensicherung Erstellung am 21. die Daten natürlich aufwärts bis zum 25. verloren gehen. Das heißt, diese Zustände sind weg, aber Sie haben ja hier eine aktuelle Datensicherung vom 25. Somit könnten Sie rein theoretisch die vom 21. reinladen, da mal was nachschauen, was allerdings Blödsinn ist, weil die Daten vom 21. sind beim 25. auch schon dabei, aber egal. Und dann sagt Wavi Profi 3, hey, pass mal auf, die Daten gehen jetzt verloren, die neueren. Dann sagen Sie ja und dann lädt er die Datensicherung vom 21. rein. Und die Daten vom 22., 23., 24. und 25. sind somit temporär verloren. Aber, und Wavi Profi 3 überprüft jetzt da, hat sich da irgendwas geändert, haben sich die Benutzer geändert und so weiter. Und wenn Sie sagen, ja, jetzt bin ich fertig, dann könnten Sie die vom 25. wieder reinladen und alles ist so wie vorher auch. Okay, lösche Datensicherung ist klar, da klicke ich drauf, gut ist. Dann schiebt er mir die Datensicherung in den Papierkorb, wo ich sage, die brauche ich nicht und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Es reicht, wenn Sie die letzten 10 aufbewahren. So, lade ist klar, lösche ist klar, das haben wir gemacht. Erstelle Datensicherung von heute. An der Stelle möchte ich vielleicht mal auf diese Optionen hier unten nochmal hinweisen. Es reicht, wenn Sie einmal, was heißt es reicht? Im Idealfall sollten Sie, wenn Sie unsere Dokumentenverwaltung mit aktiviert haben, dann sollten Sie dieses Häkchen setzen. Wenn Sie viele Rechnungen, Lieferscheine oder Angebote schreiben, sollten Sie dieses Häkchen mitsetzen. Wenn Sie natürlich auch sehr, sehr viele Layouts oder Layout-Veränderungen vorgenommen haben, dann sollten Sie die Report-Dateien mitsichern. Und wenn Sie sagen, ja, ich habe auch selbst sehr, sehr viele Etiketten mitdesignt, dann sollten Sie dieses Häkchen mitsetzen. Ich bitte bloß zu berücksichtigen, je mehr das natürlich gesichert werden muss. Das heißt, wenn Sie 1000 PDF-Rechnungen haben, weil Sie sehr, sehr viele Rechnungen einfach schreiben und Sie sagen, Sie wollen auch PDFs im Hintergrund erstellen, was Wavi ja kann, dann dauert natürlich die Datensicherung länger, als wenn Sie sagen, ich muss nur eine PDF-Rechnung mit sichern. Das ist klar. Also das nur im Hinterkopf behalten, dass eine Datensicherung so lange braucht oder so lange dauert, wie sie halt einfach braucht. Ja, da kann man nichts machen. Wenn er viele sichern muss, dann dauert es halt, wie mit Windows auch. Wenn Sie viel kopieren, dauert es länger. Wenn Sie wenig kopieren, geht es schneller. Abschließend möchte ich nochmals ermahnen, bitte die Daten aufbewahren, gut aufbewahren, denn Sie allein sind für den Zustand und für die Aufbewahrung Ihrer Daten verantwortlich. Vielleicht noch ein kleiner Security-Hinweis, bevor das Video beendet ist. Die Datensicherung ist passwortgeschützt, das heißt, wenn Sie das Passwort nicht wissen, kommen Sie auch nicht rein. Das heißt, die Datensicherung kann nur von Wavi Profi 3 geladen oder erstellt werden.